So, meine Lieben, herzlich willkommen Stream von FIFA 21. Ich denke und hoffe, jetzt sollte alles geklappt haben, dass ihr mich seht, dass ihr das Spiel seht. Prüfe ich gerade mal, nichts seht. Seht, wer ja beschissen. Läuft. Wie angekündigt, Video, wer das Video gesehen hat. Und ja, werden wir heute mal ein bisschen Ultimate Team weitermachen. Das Team hat sich schon ein bisschen geändert. Also, das Team wurde ein bisschen bearbeitet. Nicht hier die ganze Zeit Chat offen haben muss. Wenn man streamt, ist es ja einfacher, nicht die ganze Zeit auf den Browser gucken zu müssen, sondern den Chat direkt zu haben. Mal, warum ich euch noch nicht sehe im Chat. Ist leider so. Nicht so. Durch. Ich sehe ich jetzt auch wieder im Chat. So. Schlecht, wenn wir auf ein Spiel wollen. Online spielen. Und Motivate Team ein bisschen weitermachen. Oh, das ist doch da schön. Hey, deswegen können wir jetzt schon mal die ersten Ziele abholen. Wir nehmen das da bald weg. In Erling. Dann haben wir jetzt den Erling Haaland für 4 Spiele. Fünf gibt's noch. Mal die Leder. Ja, auch das Stadion wachsen, wenn man das hier erreicht. Wollen wir noch? Komm, da auch der Ball.
Der Discobalt sieht auch nicht so schlecht aus. Der erste Fangesang auch. Hier ein bisschen was. Ich zeige euch das jetzt mal in meinem Kader. Wie gesagt, es hat sich ein bisschen was geändert. Wir spielen jetzt in 4-3-3 und man sieht unter anderem ein Matze Ginter oder auch ein Minier oder auch ein Angelino sind dazu gekommen, die ich mir gekauft habe oder gezogen habe teilweise auch. Haben wir jetzt das Mittelfeld mit Klaassen, Grilic, Serda und vor dem Sturm Niederlechner, Schick und Dabur. Die Bank ist dann halt Schmied, Sagadu, Wolf, Bender, Buchtmann, Testrot, Karaman. Wenn ihr fragt, wieso hast du denn auf der Reservebank Goldspieler? Das ist der Grund, weil sonst hätte ich kaum Offensivspieler auf der Bank. Sonst hätte ich so viele Verteidiger, weil man sieht, die beiden Leihspieler. Ich möchte sie erstmal noch ein bisschen rauslassen, um sie später zu benutzen. Weil Leihspieler können, denke ich, sowas von wichtig werden und gucken. Dann würde ich sagen, öffnen wir mal das eine Pack, was es gerade noch gab. Mal gucken, was da drin ist. Barabia. Sollte auf jeden Fall was wert sein. Alle untauschbar. Okay. Naja, dann alles erstmal ein Fein, wenn es untauschbar ist. Ich dachte gerade schon, ja, kriegt man vielleicht noch ein bisschen Geld raus. Aber naja, leider nicht. Und wir gucken noch mal kurz ins Stadion. Das wäre halt, wie gesagt, noch dieses kleine Stadion. Im Stadion-Team. Ich jetzt mal die Fledermäuse. Die hatten wir auch. Die haben wir alle als untauschbar. War. Ich nehme mal Fledermaus. Hier haben wir halt. Beispiel die Mbappé. Keine oder. Das. Ich weiß nicht, ob die Mbappé untauschbar ist. Muss ich gleich mal gucken. Ah, Mbappé ist untauschbar, dann hauen wir die rein und wow. Dann hauen wir sie mal weg. 2500, wenn jemand die haben möchte. Bringt ja ein bisschen was. Fangesänge, wie gesagt, ich habe keine, weil ich den Arsenal verkauft habe. Weil ich den ersten nicht haben wollte, sondern hoffentlich ein anderer. Trophäen haben wir noch nicht. Und die Stadionfarbe. Ja, wir können die Standardstadionfarbe nehmen oder die lassen. Dann würde ich sagen, lassen wir erstmal das Stadion, ist halt noch das Standard-Footstadion. Das wird später wachsen, wo wir auch noch Sachen freischalten werden. Und dann gucke ich gerade nochmal auf die Ziele. Ja, seht, Spielensport Battle Spielern kriegen wir Silber. Da kriegen wir 150 Münzen und noch ein Silberpack. Chemie 3 Perfect Links habe ich leider noch nicht. Chemie die 100er auch noch nicht. Transfermarkt. Da sieht, wir haben 5 angeboten, da müssen wir auch ein paar mehr zukommen. SPCs geht auch noch weiter. Aber um ein paar Münzen zu generieren, würde ich sagen, spielen wir jetzt erstmal ein Squad Battle Spiel, was auch empfohlen wird. Man sollte am Anfang möglichst. Oh! Mal gucken.
zwischen Rivals. Sollte man. Ja! Das ist ja schön. Draft, mal gucken, ob der theoretisch gehen würde. Vielleicht machen wir nicht. Jo, der würde gehen. SBCs sollten natürlich auch gehen. Oh, es gibt schon Top-Partien. Gucken wir mal rein, was die machen kann. Ja. Ah, das sind halt echt so der Hammer, den gibt es dafür auch nicht, deswegen werde ich sie nicht machen. Habe ich einen Spieler für. Nehmen könnte, aber das Problem vorne konnte ich keinen Deutschen stellen. Deutschspieler raushauen. Wir haben einen englischen Innenverteidiger zwar, aber deswegen wert habe ich keinen englischen Mittelfeldspieler und momentan die Preise halt so hoch, dass es nicht lohnt, weil ich hätte hier höchstens ihn und das wird nicht ausreichen in der Teamchemie. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen können wir die noch nicht machen. Muss dann aber auch wieder Bronzespiel gebe ich hier genau das Ganze auch. Hier wieder Bronzespieler. Wir haben auch noch keinen rechten Stürmer und keinen linken Stürmer. Und wir haben auch noch keine Tauschkarte, meine ich. Ich guck grad mal. Von Flügelspieler haben in Bronze. Für diese sollte man das auch mal eine dringende Empfehlung nur Bronzespieler nutzen. Und nichts anderes, ja, aber wie ihr seht, ich habe schon nicht die passenden Spieler in Bronze. Kein linker Flügel, kein rechter Flügel, nicht mal zwei in Silber. Also lieber Finger von lassen. Liegen drei von einer Nation. Das können wir versuchen. Und das ist jetzt alle, ich weiß, die sind zwar teilweise auch die gleiche Liga, aber ich will nur testen, ob das klappt. Ein Silberspieler, den wir noch opfern könnten als Innenverteidiger, aber nach Möglichkeit will ich das ja natürlich nicht machen. Da seht ihr schon das Problem. Wir müssen wirklich die passenden
Position haben, weil mir reicht nicht ein. Erster Spieler. Sonst gibt es nicht für mich. Ja, halt, weil es Ding ab ja nicht läuft, drin ist. Nochmal Kuro. Bis knapp. Kann ich genauer sehen. Ob jetzt das Spielen klappt, sonst muss ich ganz kurz überlegen, was man machen. Da könnte man natürlich den Volta spielen. Weil wir wollen ja eigentlich Fetten. Ja. Der Server ist überlastet. Dem der mag ich nur noch einen Kurs drauf. Ja, ein paar angespielt. Wenn ich mir aussuchen könnte, natürlich würde ich sofort den Torjubel vom BHW nehmen. Nur teuer. Momentan und nicht das, was wir brauchen. Würde ich sagen.
er da am Ende das zu viel, gut. Das war vom Timing nichts. Natürlich kann ich auch schon verraten. Werde ich gucken, dass ich auf allen Positionen verstärken werde, die Mannschaft. Ich werde auch wenn es, hatte ich ja gestern schon gesagt, wenn es nicht mehr so stark ist, weil EA da halt die Spielerwerte teilweise irgendwelche Scheiße mitgemacht hat, auf Bundesliga gehen, weil ich damit sonst sehr gut zurecht kam. Ramos geht da gut rein. Und mal gucken, ob dieses Jahr auch noch einigermaßen läuft. Da ist Platz. Lionel Messi. Eto'o. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Luka Modric jetzt. Er spielt den Pass zurück. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Zieht nach innen. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt vielleicht über Kevin De Bruyne. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Jetzt können sie in Angriff starten. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Suat Serdar. Dabur. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Der ist noch heiß. Der erste Torschuss in FIFA 21. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Jetzt Neymar. Das könnte was werden. Könnte die Führung werden. Guter Konter, da spielen sie ihre Stärken aus und am Ende fehlt. Boah, tatsächlich Geld? Hätten sie sich fast belohnt für eine klasse Aktion. Wofür denn? Hat alles gestimmt beim Konter? Naja, fast alles. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Ich glaube, es gibt Geld. Naja, wir kennen ja FIFA. Samuel Eto'o. Energischer Vorstoß. Das ist noch gefährlich. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Patrick Schick. Niederlechner. Suat Serdar. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Jetzt die Möglichkeit. Fällt das Tor doch noch. Oh! Gehalten! Ja, fast die Chance und der Spieler ist dazwischen. Gehalten und dann ist. Alfonso Davies müsste es sein, das wird und. Ja. Ecke kommt! Erstmal geklärt! Oh, ich sehe gerade, ich muss definitiv nach wie vor meine Schützen einstellen. Und nun Boateng. Weil Boateng soll nicht die Ecke schießen. Genau so hat sie der Torwart. Früh wird er jetzt gestört. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Klasse Tackling hier. Gut gespielt. Ball geht nach außen. De Bruyne am Ball. Und damit ist der Ball weg. Florian Niederlechner. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ball kommt weit. Da ist das erste Tor. Endlich. Ja, für die bislang klar. Und es macht Niederlechner für mich das erste Tor in FIFA Ultimate Team. Das erste Tor insgesamt in FIFA 21 dadurch. Zunächst kommt die Flanke und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Da machen sie es ihm aber auch leicht und die Chance lässt er sich nicht entgehen. Habe ich auch mal Glück. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Für die Gäste. Die Nummer 9, Florian Niederlechner. Nachspielzeit wird angezeigt, eine hier, Minute. Weil es auf Deutsch spielt, auch ein deutscher Stadionsprecher. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1-0.
Schüsse. Kriege ich hin. Dafür gingen alle meine Schüsse aufs Tor im Gegensatz zum Gegner. Ein Tor auch gemacht. Ballbesitz. Ganz schlimm noch. Da muss ich noch ein bisschen üben. Weil in FIFA 20 war ich jemand, der selber auf Ballbesitz gespielt hat und konnte das relativ gut. Wenn man sieht, bei FIFA 21 Ultimate Team ist es schwieriger. Zweikämpfe. Ecken haben sie schon drei gehabt. Spaß. Wir machen einfach erstmal so weiter. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Boateng auswechseln, weil er schon gelb gesehen hat. Aber erstmal will ich mich weiter testen. Suat Serda. Ginter. Florian Grillitsch. Niederlechner. Patrick Schick. Guter Ball nach draußen. Suat Serda. Er holt sich den Ball. Das geht doch auf Ballbesitz zu spielen, wenn man selber im Ballbesitz ist. Aber es ist schwieriger, den Ball wieder zu erobern. Noch jetzt am Ball. Für mich. Ich denke, das sind aber alles Sachen, was man diesen Pass, weg ist der Ball. Einfach wieder üben muss. Ginter. Florian Grillitsch. Florian Niederlechner. Der Pass wird von De Bruyne abgefangen. Ganz energisch. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Florian Niederlechner. Dabur. Florian Niederlechner. Gute Chance. Mingi. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sie haben diese Partie. Und da ist das zweite. Durch Dabur. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Also ich denke. Ja. Hier steht es 2 zu 1. Ein Halbzeit braucht dich, um ein bisschen ins Spiel zu kommen. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Jetzt auf dem Flügel ist jetzt entwickeln. Platz. Sie bekommen den Einwurf. De Bruyne jetzt am Ball. Oh, das sah vielversprechend aus. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Niederlechner. Das ist Meunier. Versuchen wir es doch nochmal mit Meunier. Ganz locker macht er das hier. Und Meunier gefällt mir. Zu spielen. Schon mal Ball auf jeden Fall weg. Eine richtige Entscheidung, um Meunier zu investieren. Florian Niederlechner. Schießt er ihn rein. Der Ball war ziemlich harmlos. Okay, mit. Wenn wir an Meunier. Am Anfang zum Glück war er noch relativ günstig. Der Pass kommt an, glaub, da ist er heute extrem sicher. Sind, wäre auch nochmal gut mehr wert. Patrick Schick. Sergio Ramos mit vollem Einsatz. Patrick Schick. Suat Serda. Flagge kommt ganz weit. Er ist da und kann den Ball hier klären. Florian Grillitsch. Niederlechner. Jetzt haben sie den Ball verloren. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Gute Chance für eine Flanke. Oder ich glaube, ich wechsle doch nicht, weil. So, Buschi, wir schauen runter. Wir sagen, ja, Linie, Spiele. Pep Guardiola wechselt. So ist es. Kevin De Bruyne verlässt den Platz und Jorginho Wijnaldum kommt für ihn rein. Da bin ich gespannt, ob der Akzente setzen kann. Jetzt Meunier. Da haben sie den Ball. Gut gemacht.
habe gerade gar nicht auf die Arbeitsdaten von Nick G oder auch Angelino geguckt, aber ich würde sagen, hi hi. Gefühlt. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Jerome Boateng. Niederlechner. Das ist Meunier. Schön dazwischen gegangen. Wijnaldum. Varane hat den Ball. Ronaldinho. Jetzt sind sie am Ball. Niederlechner. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Das war kein guter Pass von mir. Das wird gelb geben. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Ja, da komme ich zu spät. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Die Nummer 5, Alfonso Davis. Neu dabei, die Nummer 15. Frühe Stören jetzt. Vielleicht die Konterchance. Ah, Konter kann man jetzt noch abbrechen. Schick! Gefährlich jetzt. Ein Klasse. Aber brauchen wir nicht abbrechen. Wieder mal gesehen, wie schnell die sind, wie schnell die umschalten können. Schnell genug. Das war ein nahezu perfekter Konter. Schaut uns doch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss also mit auch noch effizient. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Eindeutiger Spielstand hier das und läuft. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und es gibt Abstoß. Stimmungstechnisch macht ihn hier keiner was vor, oder? Nee, also was die Fans hier heute abliefern, das ist aller Ehren wert. Tolle Stimmung. Jetzt Meunier. Klassen. Neymar fängt diesen Pass ab. Guter Pass jetzt. Oh, das könnte was werden. Wird Ecke geben. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Also dieses Team als Starter-Team ist wirklich gut und so, so viel habe ich gar nicht angesetzt hier. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Sie bringen den Ball nicht unter Kontrolle und müssen weiter aufpassen. Und da haben sie den Ball. Deshalb habe ich ja mal auf knapp 6000. Niederlechner. Ich meine, die meisten Spieler haben so maximal 1 Punkt gekostet. Florian Grillitsch. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie, die Gäste haben also gewonnen. Weißbuch sogar weniger als 1,5. Von daher. Ja, 48 dann Ballbesitz zum Schluss. Das Partie. 40 per.
Das Team der Woche gibt uns gleich auch nochmal Münzen. Für 5 Fragen gibt es auch noch, da gibt es insgesamt auch wieder Münzen. Die Silberpacks zum Schluss die kommen, ne? Alles gut, meine Ball. Oh. Aber wir können einen neuen Ball wählen. Juhu. Wir warten erstmal, glaube ich. Zwei Manager haben wir jetzt. Wir können anderes Wappen nehmen, anderes Stadion ziehen und ja, den Ball haben wir jetzt doppelt. Alter, da er ja bereits am Freude im Verein ist, muss er auch bleiben. Und jetzt ich bin mal gespannt, was wir als Tottenham Hotspurs. Okay. Hat Freude bei uns, nehmen wir sie erstmal. Als Fernsünde. Das Angebot nehmen.
Echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Also den Ball muss er machen. Keine Frage. Weiterhin unentschieden. Gomez. Da wäre Platz auf außen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Patrick Schick. Dabur. Schick. Munas Dabur. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Endlich. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Herrlich, wie er den trifft. Nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein... Was? Das hätte mir auch früher auffallen können, aber hat ja noch leider keiner geschrieben. Ach, ich kann mal die Seite der Facecam. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt Suarez. Ja, guter Pass. Gute Chance. Spielt den Ball. Luis Suarez. Den Ball hat er. Florian Grillitsch. Dabur. Ärgerlich, Ballverlust. Munas Dabur. Ambal Lozano. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Antonio. Da trennt er ihn fair vom Ball. Chance zum Konter jetzt. Jetzt Meunier. Da kommt die Hereingabe. Harmloser Abschluss. Ach, einfach für den Torhüter. Jetzt sein. Ja. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding. Aber es läuft doch schon mit dem Ballbesitz. Besser. Diesmal sogar mehr Ballbesitz als der Gegner. Nicht so wie im ersten Spiel. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Patrick Schick. Niederlechner. Florian Grillitsch. Schick. Ah, ist dann noch Platz. Schön ja. Dazwischen gegangen. Nein, nein. Das gibt einen Einwurf. Iniesta. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Übrigens, wenn ihr Lust darauf habt, Dabur, müsst ihr dann entweder ins Stream schreiben, Suazerda. Oder, falls ihr das Video später mal anguckt, in die Kommentare, Suazerda. Kann man auch eine interaktive immer wieder diese schnellen Pässe, sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torschuss machen. Vor. Also ich mit Jonas euch zusammen. Dabur. Gut gespielt, ist das die Chance? Und dann versuchen, da blocken sie den Ball gerade noch ab. Das liegt ja wie gesagt am Feedback. Und geklärt hier vom Torhüter. Die Gäste kommen. Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Neu dabei, die Nummer
Leipzig, Niklas Füllkrug. Erwin Lozano. Ah, oh, da geht er vorbei. Sehr gut von Jerome Boateng. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Angelino. Klassen. Florian Grillitsch. Patrick Schick. Florian Niederlechner. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Stabhalter vom Pfosten zurück ins Spiel. Das Tor hätte ihm sehr geholfen, die Nerven hier und etwas zu beruhigen. So bleibt auch in meinem Anfangsteam bei einer ein Schalker, obwohl ich selbst dort ein Fan bin. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann aber ja besser. Für ein Anfangsteam, da sage ich mal, gibt es keine Rücksicht auf Verluste, so gesehen. Da nimmt man alles gerne, was einem hilft. Iniesta. Klasse gelöst von Matthias Ginter. Da wäre Platz für den Konter. Munas Dabur. Da ist die Flanke. Ein Tor. Da ist das Tor. Und diesmal trifft Werder. Überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke. Ja, dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts mehr machen. Hält nur noch den Kopf hin und drin. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Werde ich irgendwann ersetzen. Nur momentan habe ich halt keine andere Choreo, weil das die einzige kostenlose ist, die es am Anfang gibt. Ist hier immer noch am Ball. Gomez. Den Zweikampf verliert er. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Und er gewinnt den Zweikampf. Niederlechner. Jetzt müssen sie aufpassen. Da hat der Platz, jetzt die Flanke. Da können sie klären. Munas Dabur. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. Ben Yedda. Er überzeugt heute als Passgeber. Ja. Alle Infos finden Sie auf unserer Internetseite. Den Ball spielt er raus. Öffentliche Verkehrsmittel, schöne Werbung. Super durchgesetzt. In Corona-Zeiten gerade, glaube ich, keine gute Idee. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lücke. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Es gibt die gelbe Karte, in meinen Augen völlig zu Recht. Bin ich bei dir, Wolf, so darf er da niemals hingehen. Gibt auch noch Freistoß aus einer richtig guten Position. Nur nimm mal eine gelbe. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Ganz stark, er versenkt den Ball mit einem direkten Freistoß. Unglaublich, wie er diesen Freistoß da reingemacht hat. Aber da kommt die Wiederholung. Effe ohne Ende und da hat der Keeper keine Chance. Ja. 2-1, hier ist noch alles drin. Die richtig Fernandes. Leider konnte man heute nichts machen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, da läuft der Ball sehr gut. Sie tun aktuell wenig für die Offensive. Aber sie müssen sie auch nicht zwingen. Das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Der Ball läuft richtig gut. Munas Dabur. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Klassen. Florian Niederlechner. Munas Dabur.
Und jetzt haben sie ihr Pech bei diesem Versuch. Ach, der war wirklich knapp und das bei dem Spielstand. Er hat die Beruhigung gewählt. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Schick! Abwehr hat aufgepasst. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vorteil gerät das Spiel. Ja, nicht wird gelb geben. Er gibt Freistoß, klar. Nee, so nicht. Oh. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss Find es sein. Gut, aber er geht auf die Spieler jetzt, ein. Naja. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Schick. Ist das hier die Entscheidung? Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Fassbares Tor. Patrick Schick. So wichtig ein Tor mit dem 3-1. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. 3-1 heißt es also jetzt. So, rüber auf die andere Seite. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Florian Niederlechner. Oh, ein bisschen zu da weit fällt er da. Und hat den Ball. Aber da mit dem Schlusspfiff, die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Sie gewinnen. Von 100. Danach müsste auch noch 1500 damit Bonus geben, meine ich. Da spielen von vorne die Spieler sein. Ding bei Gott Battles. Wieder nur mit Erstbesitzern wird es auch schwer. Was Mensch gegen Maschine geht. Ich weiß nicht, ob ich auf Weltklasse spielen möchte. Wir riskieren es mal auf Weltklasse, was jetzt natürlich schwieriger ist.
gucken, ob das eine schlaue Entscheidung war. Oder eine dämliche. Jemand nur weg. Ist noch nicht richtig aufgestellt. Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren sind der Kollege Frank Buschmann und ich, Wolf Fuß. Und ich denke, das ist eine Partie, die wirklich einiges verspricht. Das dürfte ein tolles Spiel werden. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften noch gar nicht anders. Florian Grillitsch. Suat Serdar. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt die Riders mit einem Angriff. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Da erobert er den Ball. Gute Chance für eine Flanke. Flanke kommt so hoch, das war nix. Und hier wird es Einwurf geben. Da ist die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Jetzt der Vorstoß. So, die Chance jetzt. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Das ist bitter. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Florian Grillitsch. Dennis Schahin, ich wiederhole. Suat Serdar. Bitte mal an Eingang C4 melden. Vielen Der Ballverlust. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. David Klaassen. Ganz alleine. Oh, er muss drin sein. Also auch gegen schwache Teams. Befürchte ich, das ist der neueste Weltmeister. Ja, das sieht gut aus. Aber stimmt, ich glaube, der Wettkämpfermodus ist jetzt drin bei Weltklasse. Jetzt der Angriff von den Riders. Ich hoffe mal nicht. Patrick Schick. Dabur. Ah ne, den gibt es nur auf Legende ultimativ den Wettkämpfermodus. Gefährlich jetzt. Chance lebt noch. Abgewehrt zur Ecke. Schauen wir nochmal drauf. Hier ist der Treffer. Jetzt der Eckball. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Könnte der Ausgleich sein. Fällt das Tor doch noch. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Klassen. Jetzt wird's gefährlich. Schussversuch. Kein besonders guter Abschluss. Er versucht's. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Florian Niederlechner. Das war auch kein Abseits. Da habe ich dann gewartet. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn, aber hier war es Abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Und das ist der Ballverlust. Und jetzt haben sie den Ball. Guter Vorstoß jetzt. Macht er ihn. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Boateng am Ball.
Jonas Dabur. David Klaassen. Vielleicht jetzt! Jetzt da aber! Und alles zurück auf Anfang. Da geht's doch! Boah! Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Burt leicht erstmal aus. Wichtig. Was macht er draus? Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Niederlechner. Die Chance auf den Konter. Aber ja, gibt es trotzdem nie. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Schöne Flanke. Ja, sprinten wir mal. Und was für das ein Tor. Vollbar. Richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Angelino. Den Keeper trifft er keine getroffen. Chance. Wir sehen sie nochmal in der Wiederholung. Der Fehler passiert vorher. Schlechtes Abwehrverhalten. Zwei Leute frei durch. Konsequenz, Tor. 2:1. Hier ist noch alles drin. Jetzt erkennt man von zwischen Bronze und Gold oder teilweise halt auch Silberspielern, dass ich das so spielen konnte. Niederlechner. Munas Dabur. Da muss er aufpassen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Niederlechner. Ballverlust. Er pfeift sie zurück. Es geht abseits. War das bitte abseits? Schick! Dabur. Florian Niederlechner. Munas Dabur. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Ach, Halbzeit. Ich dachte nämlich gerade, hä? Was hat denn jetzt gepfiffen? Wieso spielen sie sich weiter Halbzeit? Oh. Wird von Spiel zu Spiel besser, das kann ich sagen. Also, wir machen weiter in diesem Spiel, wo die Raiders zurzeit hinten liegen. Ich weiß nicht, ob das deshalb von EA ist, welches Dienst sind teilweise. Henry und Jekun. Klasse Team. Pass! Klasse Aktion, Ball ist weg. Klassen. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Munas Dabur. Ach, das dritte. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Der Keeper hat ihn der fast, Bube, ja, eben nur fast. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Munas Dabur. Florian Niederlechner, der Ballverlust. Wir gucken danach mal, ob wir ein bisschen was vielleicht neuen Spieler das Spiel finden. Dabur. Schick! Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Schick! Suazerda.
dann ist es doch einfacher. 4-1. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Dabur. Und das macht er schlecht, der Abwehrspieler. Ball ist erstmal raus, super Parade. Gute Chance für eine Flanke. Die Gelegenheit. Ich glaube, das war die Entscheidung, oder? Also ich genauso. Da muss nimmt den Ball auch noch mit, also... So, jetzt wird's deutlich. Sie lassen auch zunehmend die Schultern hängen. Zack. Oder musst du aufpassen, ansonsten wird's ein Debakel. Starter-Team. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Geht das noch sehr easy alles. Gegen bessere Teams ist sowas schon wieder schwieriger. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Aber ich sag mal so, ganz wichtig, dass sie da zu stellen sind. Bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Ich denke, jetzt können sie mal vielleicht kontern. Nach dem Spiel neun Spieler suchen. Ballbesitz ist weg. Da mal waren gucken, sie zu wenig auf dieser Konterchance. Schönes Anspiel. Das macht Boateng nicht gut. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Boateng holt sich den Ball. Dabur. Was ist Patrick Schick. Ja, schade. Knapp. Das war eng. Knapp. Ich habe extra gewartet. Das war knapp, das aber ich wird, glaube, aber er lag damit richtig. Oh, 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 ich würde sagen, gleich höher. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ganz auflösen, aber. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Das Spiel hat ja immer recht, leider. Da hat er die Chance. Suat Serdar. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Heißt das Tor nochmal? Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Wenn ihr noch Starter-Team steht wie dieses, die kaum Chemie haben, kaum Stärke, spielt ruhig auf Möhrenfähigkeit statt, gibt mehr Punkte und ist halt doch noch machbar. Ich weiß nicht, ob ich sogar vielleicht zweite höher spielen können. Das wäre, glaube ich, wirklich heavy gewesen für mich. Alles sieht gut aus. David Klaassen. Munas Dabur. Sie geben den Ball ab. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Szene immer noch gefährlich. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterchance vertan. Schöner Pass. Klasse Pass. Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ah, da wollte ich auch zu viel mit dem Weg laufen. Da verlieren sie den Ball. Sie dominieren und führen kurz vor Spielende. Das Ding werden sie nach Hause bringen. Und das ist der Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Komm, dieser Lichter darf auch noch mal. Ein fantastischer Treffer.
Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Patrick Schick. David Klaassen. Ball ist jetzt wieder weg. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Angelino. Klaassen. Dabur. Florian Niederlechner. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Oh, das könnte was werden. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Die Ecke kommt. Boateng am Ball. Einen hat schon gestreamt. Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei den Zuschauern, die da waren. Ich werde das dann noch ein bisschen weiter gucken und wenn ihr Lust habt auf mehr, demnächst auch wieder für ein paar Streams. Bis dahin. Ciao, ciao.